So. Ich hoffe, euch geht das Mausklicken nicht auf den Sack oder so. Ihr speak mal. Base! If you came to take Helvenek back, you can forget it! Why don't you think about what you've done for a change? I won't open the gate until you change your attitude. Yeah, you don't know what happened yesterday. Listen, I don't know if she'll listen to me, but let me try to explain about Talo and the monkey, okay? You crawl in here through the tunnel and back while I do, Base. Ich mich da nicht immer beim Namen, Alter. Ja klar, troll ich da durch. Wo war der denn? Ah, ich weiß aber. Hier war er. Also, wenn wir unsere Attitüde nie changen und sie wird das Tor nie aufmachen und ewiger Hass und Verderben. Hier dann links, dankeschön. Ah, die Heizung tut nicht mehr, dann kann ich sie auch ausschalten. Ist immer so eine Sache, ab 12 Uhr wird hier die Heizung global ausgeschalten und wir müssen mit Feuer heizen. Nee, eigentlich schlüpfe ich den immer unter der Decke und mehr mache ich sowieso nicht um 12 Uhr und später. I had no idea. I hadn't heard the details about Tyler's capture. But Coden. Hi. Hast du keine Schuhe, Alter? So, you still prefer your master over me, huh, Helvenek? Ja klar, Mann, ich bin der Boss. Don't worry about your horse race. Ja klar. Fortunately, it looks like the injury isn't too serious. You two can go on together. But, Vase? Can you at least promise me this? Alter, immer diese Versprechen, Mann! No matter what happens on your journey, don't try to do anything out of your league, please. Keine Sorge, wir werden nur die Welt retten. Just come home safely. Klar. Also, tolle Untertitel. Ah, Panik. Bam, tot für immer und ewig. Ermordet. Und wir sind hier, wir werden jetzt in Schädeltrümmerung. Wie heißt das nochmal? Wenn der Schädel zertrümmert ist. Whatever. Schädelbruch. Und können uns jetzt an nichts mehr erinnern, dann sind wir für immer dumm und dämlich und whatever. Okay, ich mach mal Witze. Das ist natürlich ein Spiel ab 12, da darf sowas nicht passieren. Außer es ist ein Rollenspiel. Auf geht's, blast das Horn. Blast es. Es gibt ja so einige Leute von euch, die dieses Spiel nicht kennen, also natürlich wissen sie, was Link und Zelda ist, aber haben wahrscheinlich noch nie eins gespielt oder whatever. Und dieses Spiel heißt nicht umsonst Twilight Princess, wenn es nicht das Twilight geben würde, beziehungsweise die Twilight Dimension, also Dimension, also die Zwielichtsdimension. Oh mein Gott, meine Grammatik ist ab 12 einfach nur noch katastrophal. So, First Person, super. Also es ist natürlich nur eine FMV, also in Wahrheit mache ich hier gar nichts. Rennen. Eine Wand. Achso, die sehen wir noch gar nicht. Huch, eine Wand. Und du kommst rein. Musik echt passend. Wir sind jetzt im Twilight. In Twilight. Oh. Heißer Pony-Sex, whatever. Ja, klar. Ich leuchte, Edge-Badge. Verpiss dich. Ah, ich weiß, dass wir ein paar Mal sterben werden, aber es wird noch early game sein, wenn wir noch mit dem Wolf rumlaufen, aber keine Ahnung. Ach ja, ich habe es gerade gespoilert. Wir warten zum Wolf. Im Twilight zumindest. Zumindest jetzt im Twilight. Jetzt habe ich schon wieder was gespoilert, Alter. Hurensohn Vase. Du bist mit einem Hund gemacht, den man einfach so im Twilight findet. Natürlich. Man nimmt ihn mit und schleift ihn.
irgendwo hingeschliffen. Das alles und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schönes Wochenende noch. Ich kann ja noch keinen Cut machen, also... Ihr seht jetzt hier noch ein bisschen... Fuck, ich muss es gleich noch untertiteln, aber von wegen schönes Wochenende noch. Okay, ihr müsst euch noch ein... Ach nee, ich kann das hier schon...